200 Hektar Rebstöcke, 3 Kilometer entfernt vom AKW. In der südfranzösischen Atomanlage Tricastin hat es eine Serie von Strahlungspannen gegeben. Dies hat auch die Weine der Coteaux du Tricastin in Mitleidenschaft gezogen. Auf jeden Fall, was das Image angeht. Eine Verbindung zwischen Atomkraft und Wein ist nicht gut, zumindest nicht für den Wein. Auch wenn es überhaupt keinen Grund gibt, irgendwelche Risiken zu befürchten. In den Rebstöcken wurde keinerlei Strahlung festgestellt, zumindest nach den Untersuchungen der staatlichen Forschungslabors. Aber die Winzer, die von den Coteaux du Tricastin leben, sorgen sich um ihre Erwerbsquelle. Eine Lösung wird ernsthaft debattiert. Der belastete Name soll aufgegeben werden. Es gibt eine Phase der Unruhe. Man fragt sich, was wird aus diesen Weingütern und ihrem Wein? Wir versuchen, die Winzer davon zu überzeugen, dass sie ihren Wein unter dem Anbau Gebiet Coteaux du Tricastin vermarkten und nicht als billigeren Tafel- oder Landwein. Produziert werden soll der Wein von Tricastin also weiter unter anderem Namen. Üblicherweise dauert es lange, eine Herkunftsbezeichnung zu ändern. Angesichts der Umstände dürfte es rascher gehen. So könnten die Weine in Grignon umgetauft werden. So heißt, ganz unbelastet, das Dorf hier im Schatten des Atomkraftwerkes.